Täter kann man leichter werden, als man so denkt. Man muss nicht mal etwas getan haben. Es kann schon reichen, wenn ein anderer behauptet, man habe etwas getan. Zum Beispiel bei Vergewaltigung. Da steht oft nur Aussage gegen Aussage. Beweise oder Zeugen gibt es selten. Und immer wieder kommt es gerade bei Vergewaltigungsvorwürfen auch zu Fehlurteilen. Dann steht man sehr alleine da, im Kampf, seine Unschuld doch noch zu beweisen. Ben Bolz und Nils Kassiens. Normalerweise führt Peter Böttcher Ermittlungen, denn er arbeitet bei der Kripo. Doch 2007 erfährt er, dass gegen ihn ermittelt wird, wegen Vergewaltigung. Er soll mit anderen Männern eine Frau missbraucht haben, über Jahre. Das ist an sich, das kann doch nicht sein. Das kann doch nur eine Verwechslung sein. Hier ist doch irgendwas faul. Und bis sie dann realisieren, die meint das hier ernst. Und ja, dann wie weiter? Ja, was macht man? Und Sie kannten die Frau gar nicht? Bis heute nicht. Vorwürfe einer Unbekannten. Noch dazu Vergewaltigung. Es ist wie ein Angriff aus dem Hinterhalt. Wenn Sie dann Tatzeiten haben, über Wochen, über Monate, an Wochenenden oder mit langen Tatzeiten am Tag, ja, was tun? Mehrere Jahre kämpft Böttcher gegen den Verdacht der Ermittler. Es ist ein Kampf, der ihn, der ja selbst Polizeibeamter ist, am Rechtsstaat zweifeln lässt. Ich meine, was tue ich, um Leute zu entlasten? Es gab so viele einfache Möglichkeiten, uns zu überprüfen oder mich zu überprüfen, ganz konkret, ob ich da möglicherweise im Dienst war, ob ich da überhaupt nicht in Frage komme. Es ist nicht gemacht worden. Warum nicht? Die Frage stelle ich, warum nicht? Die Staatsanwaltschaft beantwortet diese Frage wegen laufender Ermittlungen gegen die damalige Staatsanwältin nicht. Auf jeden Fall hat sie der Aussage der Frau wohl zu lange geglaubt. Ich kenne dieses Verfahren und weiß deshalb, was da für ein Aufwand getrieben worden ist, um die Aussage zu überprüfen. Eigentlich nach meinem Eindruck eher, um die Aussage zu bestätigen, als sie zu überprüfen. Denn die zuständige Staatsanwältin war fest davon überzeugt, dass das alles zutraf. Es traf nicht zu. Die Vergewaltigungen waren Hirngespinste der Frau. Das angebliche Opfer hatte offenbar eine Persönlichkeitsstörung, wie bei einer Begutachtung schließlich herauskam. Nach 5 Jahren werden die Ermittlungen gegen Böttcher eingestellt. Dass sie ihn bis heute seelisch belasten, interessiert niemanden. Entschuldigt hat sich bei ihm auch keiner. Die Entschuldigungskultur kann ja nur dann entstehen, wenn es überhaupt eine Kultur des Zweifels und der Fehleranalyse gibt. Die fehlt leider in der Justiz weitgehend. Dabei sind Richter und Staatsanwälte selbstverständlich nicht unfehlbar. Und gerade Vergewaltigungsvorwürfe, wo oft Aussage gegen Aussage steht, sind anfällig für falsche Beschuldigungen und Fehlurteile. Auch ihn traf es vollkommen unvermittelt, wie aus heiterem Himmel. Es war eine Freundin seiner Frau, die Klaus-Dieter Overbeck beschuldigte, sie vergewaltigt zu haben. Das Gericht glaubt ihr, trotz zahlreicher Widersprüche in ihrer Aussage. Overbeck wird zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Dann bricht schon eine Welt zusammen, das ist klar. Dann geht dann durch den Kopf, was passiert hier zu Hause, wenn du da wirklich einsitzen musst, hätte meine Existenz gekostet. Overbeck geht in Revision und doch gilt er bei sich auf dem Lande fortan als verurteilter Vergewaltiger. Ich war auf der Terrasse hier draußen und sind 2 mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Da hat der eine immer, guck mal, der ist immer noch draußen. Das kriegt man ja dann auch mit, ne? Naja, man beruhigt sich dann wieder. Overbeck hat das Glück, dass er sich einen spezialisierten Anwalt leisten kann, der die Revision vor dem Bundesgerichtshof begründet. Der hebt das Urteil wegen mangelhafter Beweiswürdigung auf. Im zweiten Verfahren wird Overbeck freigesprochen. Der Richter sagt, das Gericht sei sicher, dass die Zeugin gelogen habe. Und doch hat sich auch bei Overbeck keiner der Beteiligten des ersten Verfahrens entschuldigt. Der Staatsanwalt sieht auch nicht ein, warum. Ich kann nur sagen, nach damaliger Lage, wie ich sie damals mitbekommen habe, bin ich mir sicher gewesen, dass es zu dieser Tat gekommen ist. Dass die andere Kammer hat nach der Aufhebung des Urteils ist zu einem anderen Ergebnis gekommen, das akzeptiere ich. Das bedeutet aber nicht, dass das Urteil deswegen richtiger sein muss als das Urteil erster Instanz. Wirklich nicht? Was sagte der Bundesgerichtshof doch gleich zum ersten Urteil des Landgerichtes? Die Beweiswürdigung halte einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Eine schallende Ohrfeige für Gericht und Staatsanwaltschaft.
Overbeck ist übrigens auf fast 40.000 Euro Anwaltskosten sitzen geblieben. Das Gericht erstattet nur den Standardsatz für Verteidiger, auch wenn jemand zu Unrecht beschuldigt war. Wie auch Thomas Evers. Nur, dass er sich keinen guten Anwalt leisten konnte und fast 7 Jahre im Gefängnis saß. Unschuldig. Meine Mutter ist gestorben in der Zeit, mein Vater ist gestorben, mein erstes Enkelkind ist gekommen. Verschenkte Zeit. Thomas Evers wird 2002 von seiner Ex-Freundin beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Es ist eine Lüge. Doch das kommt erst heraus, nachdem Evers seine Haftstrafe verbüßt hat und er wieder Kontakt mit der gemeinsamen Tochter aufnimmt. Ja, und dann habe ich mit ihr darüber unterhalten, mal ausführlich, dass ich das nicht getan habe und sie sollte doch noch mal immer mal fragen. Ja, und dann irgendwann kam sie dann mal mit dem Brief an. Hier soll ich dir von Mama geben. Und was stand da drin? Ja, dass er das alles frei für erfunden hat. Der Vorwurf der Vergewaltigung. Dass sie auch unter Druck gesetzt wurden von ihrem damaligen Freund. Evers hat daraufhin seine ehemalige Freundin wegen Freiheitsberaubung angezeigt. Das Urteil sollte die Grundlage für die Wiederaufnahme seines Verfahrens sein. Eine Formsache bei dem Geständnis, dachten er und sein Anwalt. Doch das Landgericht Dortmund, das ihn damals hinter Gitter gebracht hat, lässt ihn seit über 2 Jahren auf den Prozess warten. Man habe zu viel zu tun. Die Frau ist geständig. Man könnte das innerhalb eines Prozesstages, wenn nicht sogar eines halben Prozesstages, abwickeln. Warum wird das nicht getan? Wie lange der Prozess dauert, kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Und aber die Frau ist ja geständig. Und ich habe Ihnen ja bereits gesagt, ein Dazwischenschieben in Form vom Vorziehen eines Strafverfahrens vor anderen, so einen Anspruch gibt es generell nicht. Immerhin will die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Ex-Freundin jetzt in der ersten Jahreshälfte terminieren. Evers Anwalt hat derweil direkt die Wiederaufnahme seines Verfahrens beantragt, damit er endlich rechtlich rehabilitiert wird, denn er findet keinen Job. Im Anführungszeichen kriegt man keine Arbeit. Inwiefern? Ja, wenn da ein Vergewaltiger drin steht, inhaftiert wegen Vergewaltigung. Das steht ja da drin. Doch auch wenn Evers freigesprochen wird, weist das Landgericht schon einmal vorsorglich darauf hin, man habe nicht unbedingt etwas falsch gemacht. Wenn das Landgericht Dortmund die Verurteilung auf die Zeugin gestützt hat und diese später eine völlig neue Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft gemacht hat, dann waren diejenigen Tatsachen damals ja noch gar nicht bekannt. Mit anderen Worten, die falsch aussagende Zeugin ist schuld. Auch im Fall Evers wird es so wohl vermutlich keine Entschuldigung geben. Allzu oft sucht die Justiz, so viel kann man aus diesen Fällen lernen, die Schuld nur ungern bei sich selbst.